Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Off Life and Land, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wollt noch eine zweite Folge? Kriegt da. Ich habe selber Bock, also ist die Frage sowieso obsolet. Ich hätte so oder so noch eine aufgenommen, ob ihr wollt oder nicht. I don't care. So, ja, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben die ersten Gebäude in Auftrag gegeben. Wir haben jetzt auch schon 5 Hütten in Auftrag gegeben. Mal schauen, ob die gebaut werden. Die brauchen kein festes, also keine Baumstämme zumindest. Die brauchen, Moment mal, 100 Gras und 10 Stöcke, ne? Ja, oder Äste. Gut, Gras wird ja jetzt hier gesammelt, soweit ich das weiß. 30 erscheint mir irgendwie wenig. Und er scheint jetzt auch erstmal Getreide zu ernten. Alter, hier stehen sogar hier Kalorien. Von was denn? Von 100 Gramm oder was? Okay. Ich könnte jetzt natürlich sagen, hier, wir brauchen Gras. Und stuf das mal nach oben. Dann fängt er nämlich an, Gras zu holen, denke ich. Ich glaube, das ist erstmal ganz gut, damit wir die Hütten erstmal haben. Weil wir haben ja noch 1,3 Tage Nahrung da. Jetzt ist aber auch die Frage, warte mal, ist das sinnvoll, Getreidekörner zu holen? Weil wir haben ja gar nichts, um das zu verarbeiten. Wäre es nicht sinnvoller, Getreide nach unten zu döpseln? Und vielleicht dann doch erstmal Früchte und Gemüse zu holen? Fragezeichen. Und wir sollten vielleicht auch noch die offene Stelle hier besetzen. Anzahl. Eine Arbeitsbelastung, okay. Kriegen die denn auch sowas wie eine Ausbildung? Also werden die dann besser? Habe ich die jetzt ausgewählt? Habe ich Vincent jetzt drin hier? Nö. Jetzt ist er drin, okay. Und man muss natürlich gucken, von wegen Verbesserungen, ne? Wäre natürlich auch nicht schlecht. Wächst jetzt hier eigentlich irgendwas? Was? Hier sind jetzt 5 Früchte drin, ernsthaft? Wurden die da reingebracht oder haben wir die? Kann ich nicht einschätzen. Zuletzt produziert. Inventar. Boah, das sind so... Das ist alles noch nicht so ganz klar. Was ich auch nicht verstehe ist... Gartenbeet. Haben wir doch gebaut. Mehrere sogar schon. Verstehe ich das? Das hier ist doch Gartenbeet. Gartenbeet. Wieso ist mir das jetzt nicht angezeigt als gebaut, also Häkchen dran? Können wir mal gerade gucken, aber... Gartenbeet, Weizenfeld. Benötigt. Wasser. Samen, was ist das denn hier? Dreck. Reduziert. Muss das komplett fertig sein, dass das hier steht dann? Soll das irgendwie sein? Es scheint übrigens auch gerade Nacht zu sein. Wo ist denn hier eine Tageszeit eigentlich? Gibt's das? Freitag, ja, 1, 23 Uhr, okay. Das heißt, wo sind denn jetzt eigentlich meine Leute? Ah, hier am Lagerfeuer pennen die. Hier mal schneller laufen lassen, weil was soll ich jetzt die Nacht da... So, jetzt wird's morgen. Die ersten sind schon wach. Und jetzt wird hier hoffentlich erstmal weitergemacht. Also diese... Die brauchen ja alle Äste, ne? Auch erstmal. Zuletzt produziert steht auch nicht die Menge.
Warum ist das grün hier das Feld und das nicht? Was schon mal angeknuspert wurde, oder? Oder what? Inventar vom Schaf. Guck mal, hat 10 Milch und 15 Wolle. Das heißt, man müsste es melken und scheren, aber davon sind wir wahrscheinlich noch weit entfernt. Oh Gott, da werde ich selber müde, ne, bei dem Spiel. Aber das ist auch gut so. Das soll für euch ja auch zum Einschlafen dienen. Oh. Gott. Ah, jetzt wurde noch ein weiteres Feld gebaut. Jetzt habe ich ja theoretisch einen hier, drei da. Die Felder gehören auch zu der Sammlerhütte. Aha. Was ist denn eigentlich mit den Verbesserungen hier? Brauche ich 10 rohes Holz, höhere Lagerkapazität. Jetzt sind die ersten Früchte auch hier. Sammelgeschwindigkeit plus 1, 10 Äste. Wie kann ich das jetzt machen? Jetzt draufgeklickt, jetzt holen die sich 10 Äste oder was? Wäre ja nicht schlecht. Jetzt ist Gartenbeet fertig. Das ist sehr komisch. Das ist sehr komisch. Aber egal, ich lasse die jetzt trotzdem da noch bauen. Und dann muss auch noch der Steinmetz gebaut werden. Den hatten wir hier drüben platziert. Der braucht noch Äste. Ja, momentan alles hier Äste-mäßig. Ich brauche Äste. Wo kann ich denn nochmal... Also er geht ja jetzt gerade eher auf Bäume, aber soll man jetzt eher auf Äste gehen? Wir brauchen Äste. Ist die Frage, ob wir vielleicht auch noch einen zweiten einfach bauen. Weil da kann ja nur einer arbeiten. Und hier ist auch noch relativ viel Wald. Wo kann eigentlich so ein Fischer hin, so ein Angelplatz? Theoretisch überall hin, aber braucht dann natürlich auch diese grünen Nöckerl. Sind das dann Angelplätze? Wahrscheinlich, ne? Gewässer. Zweimal Gewässer. Hier ist natürlich achtmal Gewässer. Ja, irgendwann muss man natürlich drüber nachdenken, hier so einen Backofen zu bauen. Dafür brauchen wir Holz. Und was ist das denn? Ist das Mehl oder sind das einfach nur... Ja, ist Mehl. Mehl produzieren wir hier in der Handdrehmühle. Also wir haben ja schon, glaube ich, hier Getreidekörner da. Wie komme ich denn eigentlich an Wasser? Also ich habe ja Wasser als Vorrat. Hier? Aber ich habe keine Ahnung, wie wir drankommen. Kommt das hier irgendwo? Produktion, Beschaffung von Ressourcen. Töpferei, Ziehbrunnen, hier. Produziert, was ist das denn hier? Tonwaren. Benötigt Wasser. Das hier benötigt nichts und produziert Wasser. Okay. Er bringt hier gerade was Ordentliches rein. Was sind das? Ach, guckt euch das mal an. War das jetzt Gras? Die haben noch nichts an Gras geholt. Kann das irgendwie sein? Doch. Okay, das ist wahrscheinlich... Was ist denn jetzt hier eigentlich? Warum ist hier kein Haken? Ermöglicht es hier automatisch... Ach so. Hätte man auch automatisch machen können. Ja gut. Hier, das ist auch noch auf 0.
Gelagerte Güte 0 Äste. Ah, hier, das ist fertig. Silvia arbeitet hier schon. Ja, die lassen wir dann. Das lassen wir mal so. Was heißt das hier eigentlich? Was ist dieser Balken? Den Balken verstehe ich noch nicht so ganz. Warum ist der rot? Weiß man, warum dieser Balken rot ist? Wir haben null auf Lager Getreide. Weil wir kein Getreide auf Lager haben? Oder warum? Das verstehe ich auch nicht. Warum ist hier... Und jetzt ist er grün. Jetzt ist wieder Getreide da. Okay, okay. Aber warum ist hier hinter noch so Gras? Kriegt man... Man hieraus auch Gras? Nein. Was ist das? Exotische Früchte. Ein paar Sachen, die müssen wir erstmal. Warum wird dieser Steinmetz eigentlich nicht mal gebaut? Wir haben doch drei. Sechs. Müssen noch ein paar Äste jetzt mal hier kommen. Die bauen jetzt erstmal hier die Felder noch ready, oder was? Also die Felder scheinen bis jetzt auf jeden Fall nur Rinden und so und Sprossen und Wurzeln zu generieren und natürlich Gras, aber noch keine Früchte. Dafür, die muss man wahrscheinlich auch erstmal hinpflanzen. Was ist hiermit eigentlich? Muss auch gucken, dass man vielleicht nicht alle Bäume fällt, vor allem keine Laubbäume. Hier, weil die haben nur Blätter, die sind ja egal. Die Gymnospermen hier. Aber Laubbäume, kann man verbieten, dass sie... kann man verbieten, dass solche Bäume gefällt werden? Das ist nämlich in dem schon hier in dem Bereich auch von ihm drin. Habe ich das gemacht? Das habe ich gemacht. Was heißt denn jetzt 27,6? Das ist alles noch vage hier. Jetzt kriegen die... Jetzt wird das 27,6. Was ist das denn jetzt? Verbleibende Tage. Ach so, das muss man wieder neu machen dann. 27,6 Tage haben die jetzt die Sammelgeschwindigkeit verbessert, richtig? Tragekapazität, Verarbeitungsgeschwindigkeit, grob gehauener Stein, grobe Tücher, rohes Holz. Ja gut, brauche ich die Lagerkapazität? Ich meine, wo wird denn überhaupt gelagert generell? Oh, hier kannst du auch einiges verbessern, ne? Ach, guck mal, an dem Feuer arbeiten auch zwei Leute. Holzverbrauch. Also scheint schon Holz auch zu verbrauchen. Was schon mal Gesamtholzverbrauch minus 30%. Steinblöcke nochmal minus. Tragekapazität. Effizienz, 4 Tonwaren. Bronzeschmuck. Sammelgeschwindigkeit, Bronzewerkzeug, Äste. Ist aber dann nur Lagerkapazität von Gedöne. Die kriegt auch hier die Verbesserung auf jeden Fall. Die ist ja nicht so teuer. Gibt's hier? Hier gibt's keine Verbesserung an den Feldern. Ach, guck mal, hier ist auch die erste Hütte fertig. Wohnen Mathilda und Walli. Und was kann man hier? Kannst du... besserer Schlaf? Kostet Holz. Extra Komfort? 40. Und ein Haustierplatz. Ah, jährliche Kosten. Steht ja da auch. Ja, komm, die sollst an nichts fehlen. Denen soll's ja an nichts fehlen, Freunde.
Warum denn? Ich probiere es gerade hier. Spezi Zero. Es war einfach in meinem Kasten drin. Nee. Ist nicht dasselbe. Ist nicht dasselbe. Was haben wir hier eigentlich? Was heißt das hier? Den ist kalt, heißt das? Was ist denn hier überhaupt? Das habe ich mir auch noch gar nicht angeguckt. Arbeitslast? Feuerstelle? Ach, die arbeiten an der Feuerstelle. Okay, da muss sie doch warm sein. Also es gibt Nahrung, ne? Essen zentral, klar. Ohne Wasser kein Leben, ist auch klar. Dann Ruhe, erholen. Ja gut, da wäre geil, wenn die Häuser fertig werden. Temperatur, Einfluss der Temperatur. Erfriert. Was haben wir denn? Wie viel Grad? Wo steht denn, wie viel Grad wir haben hier? Na klar, ist noch relativ früh im Jahr. Dass es jetzt nicht unbedingt warm ist, ist mir bewusst, aber... Wo steht denn sowas? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Sind die alle am Erfrieren? Nee, hier ist kalt. Also ist schon nicht warm, sagen wir mal so. Aber warum hat der eine gar nichts? Die haben hier zumindest eine Hütte, okay. Zu Hause Natur. Das finde ich gut. Ja. Haben die Tiere das auch? Die haben das auch. Krass. Okay. Der Feldhase. Dem ist auf jeden Fall wärmer. Gut, der hat ein Fell. Trotzdem würde mich jetzt noch interessieren, wo die scheiß Temperatur irgendwie steht. Hitze. Aha. Okay. Jetzt kommen wir der Sache hier schon näher. Hier ist es warm oder wärmer. Und überall sonst ist es noch echt relativ frisch. Das sieht man jetzt gar nicht, weil es schon relativ grün ist. Hier komme ich ja noch nicht so ganz klar, muss ich sagen. So noch hinkriegen. So, was ist denn eigentlich mit dem Steinmetz? Wird da nichts gemacht? Wenn ja, warum? Da haben wir keinen Bauer? Also das, die Felder sind ja jetzt fertig hier. Wohin, was macht er hier zum Beispiel? Gehen jetzt da hinten schon Bäume fällen? Nee, oder? Was ist denn mit Stefan los? Wo arbeitet der denn? Ach, guck mal, hier gibt es sogar eine Paarungszeit. Das ganze Jahr. Das ganze Jahr ist Paarungszeit beim Menschen. Der arbeitet an der Feuerstelle. Was macht er denn da oben? Und warum baut zum Teufel keiner den Steinmetz? Er wärmt sich auf. Na, Laufen, Wärmen, ist das wärmig, Wärmen spendend oder was? Also... Wieso baut keiner diesen Steinmetz auf? Aber es hat sich irgendwas getan. Irgendwas hat sich getan. Da tut sich was. Aha. Da ist er. Steine behauen. Grob gehauener Stein, rohes Holz. Habe ich keine Arbeiter mehr? Wo steht, wo die arbeiten? Ja, ich krieg doch jetzt Häuser. Ja, aber ich habe doch zwei Häuser. Wieso haben nicht vier das hier weg? Weiß ich nicht. Hier wohnt keiner drin oder was? Doch, Dennis, Silvia, Mathilda. Hä? Wo ist Dennis? Da, Dennis, was ist mit dir? Du hast ein Zuhause. Besitz zu Hause, Status unerfüllt. Vielleicht, weil er noch nie drin war? Kann sein. Aber wo sehe ich denn jetzt, wo die arbeiten?
Manipulation. Zähne. Gebäude. Ach, jetzt arbeitet einer beim Steinmetz, ne? Petra. Petra, die alte Steinmetz. Ach, guck mal, jetzt haben wir neue Aufgaben. Namen ändern, klicke den. Habe ich schon. Habe ich doch schon. Holzwasser. Zack, baue Straße, habe ich auch schon. Habe ich doch alles schon gemacht. Die gehen zwar selten über meine Straßen, muss man sagen, aber sie sind ja gebaut. Können ja wegen mir hier noch eine hinbauen. So, ich will jetzt nicht den Busch hier wegmachen. Feuerholz. Feuerholz? Hätte ich jetzt gesagt am Forstplatz. Produziert. Sägeplatz, ne? Retter, Feuerholz. Ja gut, da brauchen wir einen Sägeplatz. Den würde ich dann auch in die Nähe hier vom Dings machen. Ach guck mal, die brauchen wir jetzt auch Stein. Alles klar. Dann hoffe ich, dass das jetzt hier... Aber das ist jetzt roher Stein. Warte mal, die brauchen aber grob gehauenen Stein. Was ist das denn jetzt? Muss der den hier noch... Macht er das auch? Ja, ne, der macht daraus... Ja, ja, macht er, okay. Dauert wahrscheinlich aber ein bisschen. Ja, und grobe Tücher, wo machen wir die? Wo? Hier, Schneidertisch. Benötigt Wolle, Leder, Gras. Grobe Tücher, produziert grobe Tücher. Ja, das kann ich auch. Das kann ich selber. Aus groben Tüchern grobe Tücher produzieren kann ich auch. Ja gut. Mal hier hin. Ich glaube, dass wir dann tatsächlich auch die Handdrehmühle demnächst brauchen. Bauen wir die auch schon mal. Ist noch viel zu bauen. Ist noch viel zu bauen. Wir brauchen halt Gras. Ich habe das doch schon auf 1. Hier ist jetzt zum Beispiel das Problem, dass wir keinen Lagerplatz mehr für weiteres Getreide haben, ne? Man da nicht sagen, hier, ihr sollt da jetzt nur Früchte anpflanzen. Hier wächst schnell. Weiß man auch nicht was, ne? Ja, das ist jetzt ein großes Problem mit dem Lager, ehrlich gesagt, weil ich dachte, okay, das wird hier irgendwie hingebracht, aber ich habe jetzt hier zum Beispiel Max Knospen und Wurzeln. In der Sammlerhütte, aber es gibt ja auch keinen Platz, soweit ich weiß. Packstücke? Ist das Deko oder was ist das hier? Zäune und Mauern. Kleine Hütte, Gemeindezentrum. Abortgrube, ach du Scheiße. Ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Zunfthaus. Es gibt aber Marktplatz. Aber jetzt so normales Lagerhaus sehe ich nicht, ne? Nö. Die sind aber allgemein auch eher langsam hier, meine Leute.
Könnte mal was bauen jetzt. Scheint jetzt auch wieder dunkel zu werden. Die pennen sich erstmal wieder ein. Was ist das jetzt hier? Dass die kein Holz haben oder was? Ja, müssen das halt mal hinbringen. Ist da wohl überall Holz vorhanden. Mir wäre auch lieber, dass er erstmal die Hütten baut, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist jetzt hier? Kein Lager wahrscheinlich. Ja, aber dann sammelt doch mal Gras. Wo steht denn die? Keine Güter verfügbar oder in Reichweite. Was? Hier ist doch Gras. Und hier ist auch, na gut, da ist der Lager voll, ne? Was ist denn hier eigentlich? Wilder Weizen. Ist dasselbe. Achso, das ist abgeerntet wahrscheinlich. Ja, trotzdem verstehe ich es hier noch nicht so, alles so ganz genau. Die Fische haben eine fucking... Es gibt Fische, die ihren eigenen Willen haben? What the fuck? Die pennen auf jeden Fall jetzt erstmal eine Runde. Ja, ich weiß nicht. Früchte ist klar, dass die noch nicht da sind. Wir haben fucking Frühling. Aber dass sie kein Gras sammeln, verstehe ich nicht. Damit ist natürlich hier mit den Buden, sieht nicht so gut aus. Aber wo soll ich denn das Gras hernehmen? Hier der Mahlstein ist fertig, das ist vielleicht nicht so schlecht. Weil dann können wir das Mehl schon mal machen. Wird nämlich auch langsam eng mit dem Essen hier. 0,4 Tage ist gleich vorbei hier. Wer hat denn hier noch keinen Job? Luca? Ach man, jetzt kriegt er den Luca an. Luca arbeitet jetzt hier. Keine Ahnung, ob ich den jetzt irgendwo rausgenommen habe. Ich glaube aber nicht. Aber dann brauchen wir ja natürlich auch noch den Ofen, ne? Oder, warte mal. Nee, aus Mehl kann ich hier nichts machen, ne? Sechs Steine braucht er. Was haben wir denn da? Einen. Oh je. Vielleicht sollte ich, hätte ich doch besser erstmal Fische geholt. Aber da hat mir jetzt die die Dings haben mir jetzt was anderes gesagt, ne? Wieso habe ich Feuerholz jetzt schon hergestellt? Achso, ich soll nur herausfinden, wie man es macht. Ja, das habe ich aber doch schon. Ja, das habe ich doch hier schon, den rudimentären... Wo ist das?
Ach nee, der ist schon fertig hier, der Holzmann. Alles klar. Sunny arbeitet da. Macht Feuerholz. Nee, macht jetzt Bretter. Was ist das? Warte mal, Bündle Feuerholz? Aus Ästen gibt's auch Feuerholz. Das ist natürlich eine gute Nummer. So, jetzt wird hier nämlich das Mehl gemacht. Allerdings müssen wir da natürlich sehen. Wir haben halt jetzt nicht mehr viele Leute, die hier... Warte mal. Ich kann mal hier jemanden rausnehmen. Vincent raus. Alter, what the fuck? Hier ist einfach die übelste Riesenwespe drin. Wie kommt die hier rein? Ernsthaft jetzt? Die sucht sich hier, glaube ich, gerade irgendwie... Was findest du denn? Jesus. Die kann hier nicht reingekommen sein. Es gibt nur zwei Fenster. Alles andere ist hermetisch abgeriegelt. Oh Gott, die fliegt. Scheiße. Okay, ich hab sie. Alter Jesus Christ. Guckt euch das an. Die sieht jetzt kleiner aus, als sie ist. Ah, guck mal, mein Finger im Vergleich. Sucking hier. Zuckt noch, mach jetzt tot das Viech. So, jetzt ist er auch hier vorbei. Was geht denn hier rein? Ja gut, das hat euch jetzt auch nicht weiter zu interessieren. Ich glaube, das ist sehr, sehr langweilig für euch. Was wir jetzt machen, ist die Folge beenden. Wir haben ja schon hier wieder 32 Minuten, alter Schwede. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Falls ihr eingeschaltet habt, mal gucken, wie wir hier in der nächsten Folge weiterkommen, weil das Essen wird rar. Und ich weiß noch nicht, wie wir das hier gewuppt kriegen. Das ist mir doch plötzlich ein bisschen entglitten alles. Gut, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Brilli.